Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Red Dead Redemption 2. Im letzten Teil waren wir mit Hosea auf der Jagd und sind einem ziemlich übellaunigen Bär begegnet. Und wir waren auch ein bisschen unterwegs für Herr Strauß und haben Geld eingetrieben. Und wie wir sehen. Most of us grew up hungry and scared and alone, one way or another. And here, we've usually got Mr. food Morgan. And... Yes, Miss Grimshaw. Mr. Matthews gave me a message for you. He said when it was convenient to head into Emerald Ranch. He's looking at a few business things there. Okay. Oh, he'll find something, too. He always does. Will you be well now, Mr. Morgan? I'm always well, Miss Grimshaw. All of you. Ja, und wie ihr sehen könnt, das ist wirklich hier sehr dynamisch. Jetzt natürlich am Abend versammeln sich die Leute hier vom Lagerfeuer und reden halt über ihre Geschichten. Und wir werden auch einfach so von den Leuten angesprochen. Also es fühlt sich richtig cool an, richtig dynamisch, richtig lebendig. Und das gefällt mir einfach sehr gut. Schauen wir jetzt mal von unseren nächsten Aufgaben. Hier drüben bei Thomas Dawns, der hat auch noch Schulden. Ich würde sagen, da werden wir jetzt als erstes hinreiten, um diese ganzen Schuldensachen jetzt erstmal abzuschließen und dann schauen wir, was die nächsten Missionen für uns bereithalten. Also schwingen wir uns mal schnell auf unser gutes Ross und dann reiten wir los. So ein kleiner Nachtspaziergang hat doch auch was. Richtig schön. With the holler. Oh, I got bit. Oh, God. Oh, I need medicine or a siphon. Also, aussaugen werden wir das sicher nicht, wobei das natürlich eine super Methode ist. I'm gonna die if you don't Here, help me. Drink that. Aber wir haben Medizin, die wir ihm geben können. Medicine? Oh, thank you, Jesus. Oh, you saved my life. I owe you. Got that right. I do. Now I gotta get out of here. Oh, God. Don't much like it around here no more. Glad I could help. Keep your eyes on the ground, huh? Naja, der hat natürlich Pech, wenn er hier einer giftigen Schlange begegnet, die ihn beißt. Wobei mir das in Red Dead Online auch schon häufig widerfahren ist. Also so ungewöhnlich ist es dann doch nicht. Ah, und da war die Schlange sogar. Das Pferd hat sich gerade davor erschreckt vor der Schlange. Ganz ruhig. Dann schauen wir doch mal. Schön aus bei Nacht auch. Da sind wir auch schon.
Ach, der ist da noch am Arbeiten. You, whatever do you want? Mr. Thomas Downs? You owe me money. Oh, no, no, I'm... Oh, come here, you maggot. Please, sir. Really? Threaten me, would you? Please, I have a family, sir, please. I don't care about your family. Why'd it have to come to this, huh? You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out on debts... I'm not running anywhere. I'm doing my best for you. You are a slippery little bastard. But I got you now. Please, please, show some compassion. Please. Be reasonable. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. Tja, das hat nicht so gut funktioniert. Da sind wir auch schon wieder zurück im Lager. Kieran Duffy. Immer noch sehr geknickt. Na, und Herr Strauss sitzt da an seinem Lieblingsfleckchen. Ah, how did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Das war also nicht so ertragreich für uns. Ich will eigentlich noch nicht die Mission von Kieran Duffy machen. In Valentine ist gerade auch noch nichts. Wobei wir da, wie gesagt, nochmal, wenn wir da irgendwann ankommen, mal beim Arzt vorbeischauen sollten, was Tilly uns gesagt hat. Hosea ist drüben bei Emerald Ranch, das ist mir auch zu weit. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns um Reverend Swanson, der hier gleich unten ist. Und wer weiß, vielleicht kann man dann bei Emmett Granger auch vorbeischauen. Okay, Mr. Morgan. Alles gut. Pearson, alles super. Ja, vielleicht sollten wir uns auch eigentlich schlafen legen, wenn es schon so spät ist. Weil es gerade doch eine sehr schöne Atmosphäre ist. Oh, und wir können mal den anderen Weg hier rausnehmen aus dem Lager.
Mond da hinter den Wolken hervorscheint. Schon. Reverend, where are you? You here, Reverend? What's the hold up? Play your damn hand. Mr. Morgan, I took your advice, sir. I took your advice. Then your god has finally deserted you. What you talking about? I took your advice, sir. I have removed myself from Morpheus's embrace. No more shall I sink, sir. I am free. I am free. You don't seem free, friend. You seem drunk. Sit down, Reverend. We ain't finished. You ain't finished. Look at him. He's finished. None of us forced liquor down his throat. Friend, I just wanted to play. Now, firstly, we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. Now, secondly, he can't hardly see, let alone reason. Now, reasoning ain't never been one of my strong points neither, but seeing I do just fine. You want to step outside or deal with business here? I just want him to finish the game. Why can't we all just get along? These are good men, Arthur. They're children of God. They're children of God. Oh. How's about you playing his place, huh? That seems fair. Fair? Sure. You want a game? Nein, mit denen werden wir jetzt nicht hier anfangen, Poker zu spielen. Wir haben ja unsere eigenen Aufträge. I can't, partners. I don't mean to spoil your fun, but I got things to do. You sure? Quite sure. I gotta get him out of here. Come on, Reverend, let's get you home. Where'd he go? I don't know. I was talking to you. Gentlemen. Reverend! Reverend Swanson! Where'd you go? Excuse me, I'm sorry. You see a drunken idiot, a priest, wandering about? Sure, we saw him, smelt him, and avoided him. He went that way, I think. Thanks. Guy looked kind of crazy, mister. Oh, wo ist denn Reverend Swanson hingelaufen? Swanson! Ich dachte, das Betrunkensein wäre vielleicht irgendwie so eine Masche, um aus dem Pokerspiel rauszukommen, ohne zu bezahlen. Aber der ist ja... Hä? Get your hands off him! You'll keep! You stay out of it! Get your hands off him now, you son of a bitch! What the hell is your problem? He's with me! Okay. Wie es aussieht, werden wir uns in jeder Folge anscheinend irgendwie prügeln müssen. Vor allem, der sieht auch mit seinem Bart sehr bedrohlich aus. Sehr gut. Oh nein! Noch so einer. Wie beim letzten Mal. Oh, bleibst du hier? Das wird mir zu blöd. Nein! Ich hab ihn verfehlt! Okay. Was? Meine Güte. Ausdauer. I said stop, damn it! Okay, okay. Please, don't hurt me. You tell anyone what you saw back there? You're a dead man. You understand me? Yep. I won't tell a soul. I promise. Good. Get the hell out of here. Boah, ach, das ist richtig. Aus der Puste. Aber unser Ausdauerkern war auch fast leer. Oh nein. You crazy?
Ist er da hochgewandert jetzt? Das gibt's doch nicht. Haben wir irgendwas um Ausdauer? Ja, großen Pfirsiche. Oh nein. Mann, a friend. It's just a simple mistake. You can still be safe. Was hat er getan? You done it, your foot. It appears to like this place and wants to stay. Oh, klasse. Get your foot out of here. Twist your leg, you drunken bastard. Help. Got it. Come on. Oh, meine Güte. Thank you, sir. Oh, no, you don't. What the hell is wrong with you? What the hell is wrong with you? Throwing me off a bridge like there that? There was a goddamn train, you crazy bastard. Have I been bad again, Mr. Morgan? I'm sorry. I wish I was different. Let's get you home. Home? Yeah, that's a wonderful idea. I could have tea with Margaret. Margaret? Who's Margaret? But... Was stimmt denn mit dem nicht? Ah, Reverend, kommen Sie mal her. So. Hey, shut it back there. Okay, boy. Was mir jetzt auch schon auffällt, wir haben ja auch eigentlich unseren Hut, den wir aufziehen können. Don't mind if I do. What are you mumbling about now? Yeah. Was wäre denn ein Cowboy ohne seinen Hut, ne? Den sollten wir nicht zu lange vernachlässigen. Ach, Reverend. Margaret. Schau, dass du mir ja auf dem Pferd bleibst. Kippers, please. Alright, boy. Zurück im Lager. So, Reverend. Hier kannst du deinen Rausch ausschlafen. Na Jungs, Ladies. I was wondering when he'd show up. How are you, Miss Roberts? So. You better sleep your way to salvation, my friend. Oh, what happened? Just the usual. Poor bastard. Exactly. Well, thank you, Mr. Morgan. I'll keep an eye on him. He was lucky this time. Real lucky. Meine Güte, meine Güte. Mr. Morgan? Nichts ist dabei fürs Camp rausgesprungen. Das ist nicht schön. Aber, wenn wir schon hier in der Nähe sind,
besuchen wir mal den Emmett Granger. Hello, Arthur. Hi, Dutch. So, a feller in town recognized me from Blackwater. That's not good. Mm-hmm. It's okay, though. I dealt with it. Keine Antwort von Dutch, okay. Ja, haben wir das auch gebeichtet? Wir sind am Essen. Dann kümmern wir uns um diese kleine Sidequest. Bill war da gerade wieder am Patrouillieren. Ich glaube, der muss wirklich nur ständig Wache schieben. Oh. Ja, diese bedrohlichen Schüsse in der Ferne. Was ist da? Ja. It's a stage company lockbox. We don't got the key. Hey! Let him go! Hey, hey! Das war nur Driscoll. Wir haben doch gesagt, wir werden uns noch rächen. Vielleicht waren das ja sogar die zwei. I don't hardly know what to say. Thanks, I guess. You done me a service. Ah, der hat überlegt. Hey, look. The stage company's gonna write this off as a robbery anyway. If you can get in that lockbox, you can take what you want from it. But ain't stealing if it's already stolen. Got that right. Vielen Dank. Das heißt, wir können da irgendwie an den Tresor ran. Dietrich benötigt, verdammt. Von euch hat keiner einen dabei. Was ist mit dem Guten da oben? Ah, den kommen wir auch nicht dran. Schade. Schade, schade. Aber haben wir es den O'Driscoll's heimgezahlt? Yep. Yep. Alpha findet das auch gut. Ja. Da wäre sicher einiges drin gewesen. There, boy. Wo ist denn der Gute? Da drüben? Granger. Hey, you. What do you want? Howdy. You Granger? That's my name. And my occupation, too, if you hadn't noticed. Weren't always like that, though, were you? Used to be a quick draw guy. You knew Jim Boy Calloway? Used to be's correct. Them days are long over. And who might you be? Don't matter. I need you to tell me about Jim Boy. Just a quote for a book. A book about Jim Boy? Well, shit. I can't talk to you now. Look at me. I'm knee deep in hog crap. Well, don't mind me. We can talk while you work. I ain't talking and shoveling. Besides, young man like you could get it done in half the time. I don't know about that. What's to know? You interested in the old days? You shovel this shit, I tell you some stories. You keep your hands clean, I don't give you squat. God damn it. These better be some stories. Oh, they are. Pick up the fork and get to work. Or get out of here and stop wasting my time. I'm gonna do this for you, but I don't like it. Jim Boy weren't nothing, you know. Me? I killed men, women, and children, too. Animals. I even killed rocks. And I killed them good. I shot folks, stabbed folks, skinned folks. I scalped some. Boy,
they scream when you scalp them. Hey, let me work. Don't know what got into these hogs, but I know what's coming out of them. Das ist eine komische Sidequest. I bash folks, butchered folks. I burn folks alive. Buried folks alive. One time, I... Yeah, I get it, all right? You're mean. What about Calloway? You have no idea, girlie. Why, a feminine type like you, I'd probably have chopped your head off, stuffed you, and eaten you like a sausage. No doubt. Das stimmt denn mit dem nicht. Ich bereue es jetzt schon, dass wir diese Quest angenommen haben. That's a sloppy one. Get your back into it, boy. You ain't done. Now it's clean enough to eat off. I guess I'm done. Get that barrel to the shit pile, and I suppose you is. All right. No shortage of shit round here. Comes from hungry hogs and no hands. Hell, that stinks. Okay, I cleaned up your mess. Go on, tell me about Calloway. I said I'd tell you stories. I didn't say they'd be about him. Don't trifle with me, old man. You knew him. Just give me something, anything. You're making a book. You should make it about me. They're just words, is all. Give me something to say, and I'll leave you alone. You owe me there. Hey, you be careful. Killer like me, it don't take much to end up on the end of my knife. One time... You know what? I don't think you were anything at all. Just a crazy old man. I ain't a killer? Well, you'd already be hog feed. I hadn't made a deal with the Federals got this far. This is your last chance, Mr. Granger. Give me a quote for the book. Hey, you don't hit no man of peace. No government witness. Calloway said you was full of piss, but he didn't tell me the half of it. I'm itching to drop you, girlie. Only you ain't worth my time. I got too much to lose. Too much to lose? Well, seeing as I cleaned up this pigsty, I figure I'm in my rights to wreck it. Let's see. You don't want to do that? You walk away right now. Well, well. All I wanted was a quote. You don't know who you're trifling with. That's my stick! Okay, es wird dann doch sehr interessant. No. No. No! You did not! Oh. God. You just took yourself a regular shit shower, Mr. Granger. Boy, that's real nasty. You earned yourself a killing. And I'm gonna enjoy it now. Draw! It's gonna be the last thing you do. Halte linke Maustaste gedrückt, um die Anzeige aufzufüllen. Wenn die Anzeige voll ist, ziehst du automatisch. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, bis ich das da oben gelesen habe, hat er schon längst gezogen gehabt. Okay, nochmal schöner. Nämlich so. Müssen wir noch ein Foto davon machen. Emmett Granger. Mission abgeschlossen. Hast du sonst noch was für uns? Eine silberne Taschenuhr. Na, wer sagt's denn? Kann ich da rein? Nein. Aber wir könnten uns ein Schwein mitnehmen. Um die wird sich ja jetzt nicht mehr gekümmert. Vielleicht machen wir das auch gleich. Ist ja schließlich fürs Camp. Frage ist, kriegen wir das nur
So, ohne Problem. Achso, Moment, ich glaube in Red Dead Online konnte man das so machen. Come here. Yep. Dann haben wir gleich mal ein Schwein. Berkshire Schwein. So. Bolt, bitte einmal hierher kommen. Dann verstauen wir das. Und dann heißt es schon wieder zurück ins Lager. Ja. Eklige Angelegenheit mit dem Typen, aber okay. It's Arthur. Look who's back. Mit einem dicken, fetten Schwein für alle. Natürlich außer für Kieran Duffy. Die ganzen Sachen, die wir gerade den O'Driscolls und dem Emmett Granger abgenommen haben, die werden wir auch gleich für das Camp spenden. Oh, perfekter Schweinekadaver. Alright, let's see what we got. Mama. Many thanks, Mr. Morgan. In Lincolnshire, my daddies were outside of Rotterdam. Beitrag leisten. Genau. Silberne Taschenuhr. Weg damit. Goldene Taschenuhr. Weg damit. Den Federhalter, den wir von Jimmy Brooks bekommen haben. Den behalten wir. So. Seriously. Oh. And that hope. Das hält eine Rede. That hope begins now by being hopeful and happy. So cheer up, all of you, cheer up. Not too bad. Ja, dann würde ich es für diese Folge auch schon wieder gut sein lassen. Wir haben uns um die Schulden gekümmert, waren nochmal bei Emmett Granger und haben da eine interessante Sidequest erlebt, konnten dem Camp mit einem Schwein und ein paar Sachen nochmal unterstützen. Das ist schon mal alles ganz gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.